So, Petrit mit Skyline. Schöne Lichter. Auf der Skyline. Um uns herum wird es still. Keinen guten Morgen, gute Nacht oder wie geht's? Du und ich haben eine Master Story, was ein Abenteuer. Ja, du bist ein Engel, doch dein Herz brennt wie ein Feuer. Immer wieder stelle ich mir die gleichen Fragen. Immer wieder sehe ich dich und kann nicht schlafen. Sag, warum verfolgen mich die ganzen Plagen? Ich schreib dir einen ganzen Song, doch kann nicht sagen, Baby. Ist halt Modus Mio, Playlist-Mucke. So, das geht mehr so in diese Richtung. Das, was ich halt nicht mag, das ist halt dieses, ja, modernere Herzschmerz, aber so wirklich auf, boah, ich kann ohne dich nicht so und ne, plagst mich und aber trotzdem so, ich lieb dich, aber irgendwie auch nicht und keine Ahnung, diese Schmerz und Herzschmerz und aber so auf diese Teenie-Modus, so, keine Ahnung, ist nicht meins, so. Muss ich ganz ehrlich sagen, so. Weil so Mucke pumpe ich gar nicht. Ne? Pumpe ich gar nicht. Das ist für mich sehr, sehr soft und ich brauch's dreckig hart, Alter. So. Immer so dreckig harte Beats, bam, gib ihm. Aber das ist mir ein bisschen zu weich. Das ist so ein bisschen Popmucke auch schon. Also es geht schon in diese Richtung Mo Phoenix und sowas. So ungefähr. Nur natürlich, Mo Phoenix ist natürlich ein krasser Sänger, ne? Aber es ist halt überhaupt nicht mein Ding, so Jamule und sowas. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ich mir die gleichen Fragen, immer wieder sehe ich dich und kann nicht schlafen. Sag, warum verfolgen mich die ganzen Plagen? Ich schreib dir einen ganzen Song, doch kann nicht sagen, Baby. Body sammelt Karriere, ich bin nachts unterwegs. Okay, da bin ich raus. Weil das ist wirklich so, das ist einfach diese Modus Mio-Mucke. So, ich bin wieder nachts unterwegs. Und ich kann nicht mal schlafen, wie geht's? Die Leute, Mann, ich mag meinen Oh, Baby, ich habe dich so geliebt. Sagen, Baby, Body sammelt Karriere. Ich bin nachts unterwegs. Kein Plan, wie es dir geht. Ich will dich, doch ich weiß, es ist zu spät. Fahren nachts an einem Haus vorbei. Nein! Ich fahr an dein Haus vorbei. Nein, bloß nicht, Alter. Nee, Alter. Nee. Sorry, ich bin der Meinung, wir hören nicht mehr weiter. Tut mir leid. Ist überhaupt nicht meine Mucke. Ich kann damit gar nichts anfangen. Wirklich rein gar nichts. So, es catcht mich nicht. Es ist nicht meine Musikrichtung. Es ist textlich, ist es mir auch zu wenig. Es ist dieses Eieieiei hat mich auf jeden Fall gerade ziemlich gefickt. Ja, also ich fand das gerade echt voll schlimm. Ja, nicht meine Mucke, dieses ständige Gejaule. Ich kann mir das nicht geben, Alter. Hört sich an wie jedes andere Lied, was du so Modus Mio Pisse da hörst. So, ich weiß nicht, das ist alles derselbe. Alles derselbe Scheiß, Mann. Ich weiß es nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Gar nicht, Alter, gar nicht. Aber damit wir wieder mal ein bisschen normal werden, weil wir müssen uns von sowas wieder ein bisschen erholen. Junge, ich brauch mal wieder was Normales. Oh, Junge. Ja, Shisha-Kohle-Wechsler-Mucke, ja. Helmut Stahl, Hallöchen. Nee. So wie Manuelsen gesagt hat, ich gönn dich. Wollen nein, ich gönn dich. Die ganze Überzeugung meines Lebens ruht nur auf dem Glauben, dass die Einsamkeit die zentrale, unausweichliche Tatsache der menschlichen Existenz ist. Ich gönne den Best Cholera, keine Ahnung. Es ist Zeit, um zu vergessen, sei jede bereit, Krankheit. Um aufzubrechen. Setze Zeichen in den Sand und lösch das gestern. Das wie in dieser Welt war nicht die deine, keine Fans und wenig Scheine. Löcher in der Seele, doch du denkst für dich alleine. Du musst mich nicht verstehen und schon gar nicht respektieren. Ich wollte Menschen unterstützen, wie ein Vater motivieren. Ich schreite diese Zeile und erwarte noch den Tag. Man lief gestern in die Zukunft, doch vergaß die Gegenwart. Erspar mir deine Worte, wer von uns ist jetzt gerecht? Denn das Leben bleibt im Endeffekt aus diesem Grund Geschäft. Bin trotzdem guter Dinge, zieh den Kopf aus der Schlinge, wenn
der Körper geht. Somit hält auch Gott nicht die Klinge. Nächte ohne Schlaf, weil mein Freund auf mich scheißt. Ich küsse deine Stirn und bleibe Zeuge dieser Zeit. Sei bereit, ich bin es, meine Stadt wird's mir danken. Hip-Hop lebt in CAP, ich denke, jeder hat's verstanden. Also Vegas, du hast ja das Video, glaube ich, gemacht, ne? Auf jeden Fall, das Video ist sehr nice. Die Produktion vom Soundtest, alles nice. Aber es holt mich halt nicht ab. So, ich sag ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist halt überhaupt nicht mein Geschmack so. Es geht überhaupt nicht so an mich so ran. Ich hab gar keinen Flash von so. Es hört sich einfach an wie jedes 0815 auf modern getrimmtes Autotune-Dingen, was du auf Modus Mio-Playlist drin hast. Wirklich. Es hört sich einfach identisch immer dieselben Themen. Es geht auch immer die ganze Zeit immer nur um Herzschmerz, immer so, ja, nur verflossene, wow, Baby, ja, ich hab dich lieb und ich vermisse dich und Baby, komm wieder zurück und so, ja. Taschentuchmusik, was ich sowieso auch nicht so fühle. Und dann auch noch Autotune noch da drauf. Wie gesagt, es ist trotzdem alles gut produziert. Ich bin offen für alles so, ja, aber wenn es nicht meinen Geschmack trifft, so, dann sag ich es ganz ehrlich und sag es frei raus. Es trifft nicht meinen Geschmack. Und es bringt mir dann auch nichts, das ganze Ding mir dann komplett anzuhören. So, weil es ist nicht mein Geschmack. Es wird auch danach nicht mein Geschmack sein, so. Aber es gibt trotzdem Leute, das kann natürlich deren Geschmack sein. Aber so für mich ist das so die Musik, die ich mir auf jeden Fall nicht geben kann. So, ne? Und ich will da keinen Hate mitgeben oder ich will niemanden auf die Füße treten oder sowas. Ne, aber mich fuckt's halt ab, dass heutzutage halt alles halt so gleich klingt und halt in diese Richtung halt meistens. Und dann kommen dann Leute und sagen aber, ja, das ist mir alles zu 2005, das ist mir alles zu 2001, das ist alles viel zu nicht so modern, nicht so wie heute. Hat's kein Autotune, es ist direkt nicht cool so, weißt? Bei den neuartigen Leuten so, ne? Und die Leute, die dann darauf reagieren und dann halt mehr solche Musik halt eher feiern so, ne? Und nicht halt diesen roughen Style, den ich halt eher so feier, ne? Und deswegen, also ich kann einfach nur von meinem Geschmack her halt nur sagen, so, mein hat's nicht getroffen, es wird auch niemals meinen Geschmack treffen. Ich habe auch ein paar Sachen, wo ich mit Autotune cool finde, so. Ades zum Beispiel, der macht auch Autotune. Und ich finde seinen Sound, finde ich da zum Beispiel sehr nice hier. Zum Beispiel war das hier Ades mit, welches Lied habe ich mal von denen gehört hier? Der hat auch Autotune drauf und geht auch in diese Richtung. Aber es ist anders. So, warte mal, wo war das denn hier? Ich habe da so eins gehabt. Goodbyes war das, genau. Zum Beispiel. Es holt mich viel mehr ab. Das war die Live-Version. Da gibt es aber auch noch den. Hör mal die Live-Version. Ich weiß, war nicht cool, wie ich mich einfach verpisst, wie ich damals abgehauen bin. Ich hab Angst vor mir selbst, fühl mich durch die halbe Stadt, kann erst davon, wenn ich taub bin. Sitz alleine im Stripclub, schmeiße mit den Scheinen, lass sie fliegen, bis es hell wird. Glaub mir, keiner bleibt liegen. Ich sterbe Cash über Liebe. Ich bin gefährlich. Hab ein zweites Gesicht, ein scheiß Egoist. Ich bin nicht wie du. Das sind Emotionen, das ist auch modern, Baby, aber das ist. Ist nicht so austauschbar und es ist nicht so. Ist egal, wie viel ich trinke. Das trifft ein. Weil ich immer noch auch modern. Und feige bin, Baby, es tut mir so leid. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein Unterschied. Ich hate mich einfach nur so und sag, yo, das berührt mich. Ich wünsch, wir hätten noch ein bisschen Zeit. In meiner Brust liegt kein Stein. Mann, ich hasse, wenn du weinst. Warum lass ich dich allein? Immer wenn meine Mauern fallen. Baby, es tut mir so leid. Das sind echte Emotionen. Ich weiß, ich war noch nie gönnen, noch nie gönnen, goodbyes. Nicht gönnen, goodbyes. Nein, 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 nicht gönnen. Nicht gönnen, goodbyes. Nein, 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 nicht gönnen. Ja, aber da kommt es natürlich wieder darauf an, wie ist es textlich? Wie ist es denn rübergebracht? Kommen die Emotionen rüber? Ist es textlich anspruchsvoll?
ist es halt aber auch musikalisch, ist es nicht so abgestumpft. Das ist einfach nur so 0815-mäßig, einfach nur so, ja, Herzschmerz-Thema. So. Er hat sich da ganz an, der hat da aus seiner Perspektive, nimmt er einen mit. Ja, so allein schon durch die Stimme natürlich auch, aber auch diese Emotion, die auch in dem Text halt auch rüberbringt. Ich kann damit viel mehr anfangen, obwohl es auch in diese Richtung geht. Ne, was wir gerade gehört haben, wo ich gesagt habe, nee. Wo er gesagt hat, so, aber lei und so, ne? Ging mir gar nicht rein. So gar nicht. Wenn du sowas hier vergleichst, so mit das, was wir gerade gehört haben, so. Mit diesen Perit hier. Plan, wie es dir geht. Ich will dich, doch ich weiß, es ist zu spät. Fahren nachts an einem Haus vorbei. Fahren nachts mit deinem Haus vorbei. Gib mir nix. Tut mir leid. Nicht goodbye. Nein, nicht goodbye. Ich bin gefährlich. Zweites Gesicht, scheiß Egoist, ich bin nicht wie du. Deshalb musste ich weg, doch Baby, ich schmeck dich in jedem Schluck. Doch scheißegal, wie viel ich trinke, ich kann nicht erinnern, wie es zu Ende ging. Weil ich immer noch stolz und feige bin, Baby, es tut mir so leid. Ich weiß, ich war noch nie good in goodbyes. Keine Pille, die den Schmerz hat. Doch ich wünsch, wir hätten noch ein bisschen Zeit. In meiner Brust liegt kein Stein. Mein Schatz, wenn du weinst, warum lass ich dich allein? Immer wie meine Mauern fallen. Baby, es tut mir so leid. Ich weiß, ich war noch nie good in. Noch nie good in goodbyes. Nicht good in goodbyes. Nein, nicht good. Nicht good in goodbyes, nein, nicht good. Nicht good in goodbyes, nein, nicht good. Bye. Wow, das war schön. Deswegen, also ich höre auch modernere Sachen so. Und ich lasse auch andere Sachen auf mich wirken so, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, so, es holt mich nicht ab. Baby, ich schwör's, tut mir leid. Schau hoch auf die Skyline, Baby. Es hört sich für mich so nicht glaubwürdig an. So, das ist für mich keine richtige Geschichte hinter. Das ist für mich so, ja, ich weiß nicht, so abgedroschen halt. Das ist für mich jetzt nicht so, dass er von seinem Herzen schreibt. Ne? Das ist halt die Sache. Heute kannst du wieder frei sein, Baby. Ja, mein Herz wird zu Eiszeit, Baby. Du weißt, dass uns keine Zeit bleibt, Baby. Schau hoch auf die Skyline, Baby. Heute kannst du wieder frei sein, Baby. Ja, mein Herz wird zu Eiszeit, Baby. Du weißt, dass uns keine Zeit bleibt, Baby. Ohne dich scheint das alles hier so leer. Ich will dich lieben, doch ich weiß, deine Taten sitzen schwer. Will mich ablenken, doch die Bitch gibt nichts her. Kann ich atmen, ich ertrinke nicht mehr. Baby Girl, du warst anders, hey. Du warst anders als die anderen. So, der Rap-Part war nicht schlecht, aber der war trotzdem halt einsilbig. Zeit, Baby, du weißt, dass uns keine Zeit bleibt, Baby. Ohne dich scheint das alles hier so leer. Ich will dich lieben, doch ich weiß, deine Taten sitzen schwer. Will mich ablenken, doch die Bitch gibt nichts her. Kann ich atmen, ich ertrinke nicht mehr. Baby Girl, du warst anders, hey. Du warst anders als die anderen, hey. So, da sind ein paar Logikfehler drin, finde ich auch, ja. Deine Art und dein Duft, Girl. Wollt nur dich, denn du warst meine Kunst, Girl. Ohne dich macht das alles keinen Sinn. Baby, wo bist du? Es gibt mir halt übelste UFO-Vibes und UFO 0815 kann ich mir nicht geben. Ich fand damals diese Scheiß auf eure Party, fand ich cool von UFO. So die alten Boom-Bap-Sachen, die fand ich echt cool und da waren ein paar gute Sachen dabei. Aber generell so die neuen Sachen und überhaupt diese UFO-Sachen so, boah, Junge, die kann ich mir nicht anhören. Data Love oder sowas. Gar nicht meine Welt. Kannst mich jagen mit. So, und ich weiß nicht, es kommt bei mir nicht an, so, es fühlt sich alles so plastik an. Ohne dich bin ich blind. Ohne dich. Dann ist es textlich halt auch sehr, sehr leichte Kost. Es ist halt überhaupt nicht so, von seinen eigenen Emotionen wie geschrieben, so, weil die Emotion kommt bei mir nicht rüber.
So, das ist für mich irgendwie nicht echt. So, das ist keine echte Story dahinter. So, das ist nicht irgendwie, er erzählt mehr so von der Oberfläche her. So, da könnte er, keine Ahnung, jede Dilara damit meinen, ja? Ihr könnt auch jede Nadine damit meinen, jede Sabrina damit meinen, so, ne? Es ist sehr, sehr verallgemeinert so. Nicht irgendwie, wo man denkt, so, okay, das ist jetzt wirklich so auf irgendeine Sache von seinem Leben aus gemünzt, so. Und bei dem Song Goodbyes zum Beispiel bei Adès, der beschreibt das ja auch so, ne? Dass er da getrunken hat, dass er die Zeit mit ihr, der hat das richtig schön umschrieben, textlich, wie er sich gefühlt hat und alles, aber so, dass man das auch wirklich emotional einen mitgenommen hat, so. Das nimmt mich halt emotional gar nicht mit, so. Das ist für mich irgendwie Plastik, ja. Das ist halt so, ja, so Shisha-Bar-Playlist-Mucke, so. Gibt mir halt wirklich kein Mehrwert, ja. So. So ein Mega-Projekt wäre auch geil von mir. Ja, Vivian hat ja mal mit Sidekick. Ja, Vivian und Sidekick, ey, wäre auch geil, denke ich mal. Und Fuchs, Prime wird uns tot feiern hier. Nächste von mir und Prime fickt alle. Ja, Mann, Chino, das Ding wird geil, auf jeden Fall. Hybrid-Trap von mir und auseinander. Ja, bin auch mal gespannt, ne, also. Es ist auf jeden Fall Popmusik, es ist jetzt kein Rap. So, ne? Er hat zwar kurz mal gerappt, aber ist halt, ja, ist halt, wie ich schon gesagt habe, ist nichts für mich. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt komplett Boom-Bap-Verfechter ist oder so. Ne? So wie jetzt Levin Bass zum Beispiel, ne? Alles cool, Brudi. Aber ich verteufel nicht direkt alles, was neu ist. So, aber wenn es mich halt nicht catcht und für mich halt wirklich austauschbar klingt und plastisch und so, dann sag ich es auch. Ne? Ich will hier niemanden auf die Füße treten, wie ich schon gesagt habe, aber ich will auch niemanden sein Sipp lutschen, so gesehen, ja, nur damit ich besser dastehe oder sowas, ja, ich sag einfach ehrlich, frei raus meine Meinung, so wie ich es auch jemanden dann auch direkt ins Gesicht sagen würde, so, wenn mir was nicht passt oder wenn ich was nicht cool finde und sowas, das ist der Unterschied, so, ich bin nicht so ein Lelek, der dann irgendwie alles Mögliche feiert, damit der bloß gute Views hat und derjenige, der das dann teilt und nee, Alter, wenn ich das nicht feiere und das nicht cool finde, so, dann wird's gesagt, dann wird das sofort direkt kommuniziert, so. Nicht anders, Alter. Ganz normal. Ey, Freestyle doch gerade hier. Also, 1000 Bros hier, genau. Kann richtig lesen, gerade in Shisha-Bar-Modus, ja. It's richtig. Wenn man den Ton ausmacht und sein Bild sieht, dann denkt man echt, er rappt. Komm, jetzt übertreibt man nicht hier. Ja, auch wieder, das ist Rap. So, wir hören uns das aber trotzdem noch zu Ende an. Guck mal, ich bin so cool. Gib mir trotzdem mal einen Daumen. Ja? Gibt's auch ein Abo? Weil es ist ja gut produziert. Ist ja auch ein talentierter Künstler so, ne? Es ist halt aber nur nicht mein Geschmack. Wach durch die Gegend, habe keine Warte, warum ist jetzt auf einmal Untertitel hier am Start? Ziele, Suizidgedanken, kenne keine Liebe, kenne keinen Frieden, führe 1000 Kriege, du hattest deinen Spaß, doch ich bin treu geblieben. Mach, schau hoch auf die Skyline, Baby, heute kannst du wieder frei sein, Baby. Ja, mein Herz wird zu Eiszeit, Baby, du weißt, dass es keine Zeit bleibt. Ey, ich wollte danach auf deinen Song reagieren, bleib mal bitte noch hier. Heute kannst du wieder frei sein, Baby. Ja, mein Herz wird zu Eiszeit, Baby. Du weißt, dass uns keine Zeit bleibt, Baby. Schau hoch auf die Skyline, Baby. Heute kannst du wieder frei sein, Baby. Ja, mein Herz wird zu Eiszeit. Das finde ich cool, dieser Wechsel, jetzt wo die Stimme so ein bisschen dunkler ist hier. Baby, du weißt, dass uns keine Zeit bleibt, Baby. Schau hoch auf die Skyline, Baby. Heute kannst du wieder frei sein, Baby. Ja, mein Herz wird zu Eiszeit, Baby. Du weißt, dass uns keine Zeit bleibt, Baby. Jetzt mal Werbung für das Album oder so? Yine yalnız kaldım, kaldım. Yine yalnız kaldım, kaldım. Senelerce kafama taktım. Ama sonuçta seni bıraktım. Zemet yok ama mali, mali. Onu tutup ufa balin, balin. Onu tipot vestiyse kumete. Sen o kim offer me. Also hier, wo der jetzt auf eine andere Sprache gesungen hat, hört sich auf jeden Fall viel besser an, als wie, was ich gerade davor gehört habe. Also, das hat mir schon viel mehr gefallen. Auch wenn das jetzt auch nicht meine Mucke ist. So, es ist trotzdem gut produziert, alles nice.
Aber es ist halt nicht meine Welt. Darf man halt nicht vergessen. So. Aber wenn es vielleicht deine Welt ist, ja, und deine und deine und deine, vielleicht deine nicht, aber wenn du das vielleicht gefeiert hast und cool findest, ja, dann gern einen Daumen nach oben da lassen, gern ein Abonnement, ja, und ihr könnt auch gern einen Kommentar reinschreiben und sagen, wie es euch gefallen hat. Ich habe ausführlich gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Mich hat es nicht geflasht, mich hat es nicht abgeholt, mich hat es auf jeden Fall nicht gecatcht, so gesehen. Es ist nicht meine Musik, aber es kann natürlich sein, dass es vielleicht für dich was ist. Also check es doch gerne mal ab. Oh, ich gebe euch auch mal den Link. Bin ja auch kein Unmensch, ja. So. Soll ja jeder machen, wie er möchte. Ist ja auch gar kein Problem. Ich will auch niemandem gefallen oder so. Nee, mache ich nicht, Vivian.